Gut. Ah, ihr könnt nichts. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Ah. Gut gemacht. Ich bin immer so scharf drauf, auf die Goldenen zu gehen. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Mhm. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befunden. Okay. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Yay! Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Na endlich. Und es wird wieder gequatscht. Wetten wir? Ach, jetzt wird erstmal geladen. Das ist der typische Ladebildschirm, da kann man wenigstens ein bisschen rumspielen. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist da, Recklinger. Halt. Nicht Glück, Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu können. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. So, jetzt kann ich endlich auch erklären. So, ja, warum spiele ich Assassin's Creed? Aus dem einfachen Grund, ich habe meine Speicherstände bei Secret of Mana verloren. Ich werde da jetzt noch ganz langsam mal rüber dackeln. Und ich hoffe, auf dem Weg gut erklären. Ja, währenddessen, bis ich dann wieder auf den alten Stand bin und die Level und alles wird gleich ja wieder von vorne anfangen muss, werde ich Assassin's Creed aufnehmen und hochladen. Also zeitgleich. Und ich hoffe, das dient als guter Ersatz. Und ja, dementsprechend, wenn das einigermaßen oder wenn es gewünscht ist, kann ich auch den zweiten Teil spielen und eventuell dann irgendwann auch mal den dritten. So, dann wollen wir mal. Ja, das Prinzip von Assassin's Creed ist eigentlich, seine Ziele zu ermorden. Und es gibt verschiedene Wege, dies zu lernen. Der erste Teil ist immer ziemlich geradlinig. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiach kümmern. Robert de Sable, sein Leben gehört mir. Nein, wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können.
Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Ja, also gehen wir mal hier runter. Ja, machen wir ein bisschen schneller. Oder auch nicht. So. Halt, Templer. Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen verletzten Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Alter, ihr fehlt Finger. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Ja, der Sound ist ein bisschen versetzt. Warum auch immer. Das hatte ich von Anfang an. Männer, zu den Waffen! Tötet so, die Assassinen! Dann lass ich mal die töten und hau ab. Ja, Was soll ich noch sagen? Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Ach so, ja. Bei solchen Filmen wie gerade eben, ich habe ja die Bildstörung teilweise gesehen, damit man die Kameraperspektive anders sieht. Und man kann während den Gesprächen ja auch Altair steuern und die Kamera steuern und sowas. Ich werde versuchen, es einigermaßen nett zu gestalten. Ich werde während der Zwischensequenzen schweigen, da ich mal nicht großartig lesen muss. Und wie das Klettern geht, das weiß ich. Ach, Alter, ja, bist du langsam. Dein Nachfahre ist viel schneller. So. Dann mal runter weiter. Altair, ihr seid zurück. Rauf, wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja, immer die Nase in seinem Gesicht. Er wartet schon auf. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Naja. Und mit euch. So. Dieses Spiel ist nicht blind. Ich kenne das eigentlich sogar fast in- und auswendig. Ich habe von jedem Assassin's Creed, das heißt, was heißt von jedem, von den ersten beiden, die ich besitze, 100% Hans gemacht. Und werde aber in diesem Durchlauf jetzt keinen 100% Mann machen, da es mir einfach zu viel wird, die ganzen Flaggen einzusammeln. Da muss ich erst wieder suchen und so. Nee. Und man macht das eigentlich für nix. Also das 100% ist für mich ein Vergnügen. Ich werde, so gut es geht, euch unterhalten mit meinen Wegen, die Ziele zu ermorden, wie ich mich anschleichen kann und wie auch immer. Und alles andere erkläre ich dann, wenn es mal soweit ist. Hey, guck mal, eine Burg. Dann rennen wir mal da hoch. Ja, ein bisschen schneller. Weg mit dir. Schade. Weg mit dir. Ha. Fliech. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm noch ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich.
Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Also Altair scheint nicht gerade beliebt zu sein. Er ist ein bisschen arrogant. Hey, welche Ehre. Der Meister erwartet euch. Ich weiß. Da steht er ja. In seiner schwarzen Kluft. Altair, Meister, tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter. Kein Wort mehr. Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein, ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot! Malik! Ich lebe wenigstens noch! Und euer Bruder? Erschlagen! Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt! Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiat. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Na dann wollen wir unser Dorf rein. Das Kampfsystem hier ist eigentlich auch relativ leicht. Ich werde es versuchen, nicht so eintönig zu machen, auch wenn ich ja quasi immer... Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Nennt die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort fest sitzen. Wie ihr wünscht.